Gut, das läuft ja. Wir haben Schnürchen gerade eben schon 13 Punkte vorn gewesen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben es gerade eben Montag, 15:59 Uhr, das heißt kurz nach der US-Eröffnung. Und ich möchte dich ganz gern zu einer Runde Nasdaq-Scalping mitnehmen. Ganz wichtiger Tipp im Voraus: Wenn du denselben Broker nutzen möchtest, wie ich es hier im Video mache, dann schau ganz gerne in der Videobeschreibung nach. In den obersten beiden Links habe ich dir meinen Broker XTB verlinkt. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, viele Learnings und hoffentlich kann ich auch ein bisschen Geld verdienen. Schade, dass ich erst jetzt später an den Rechner gekommen bin, aber dafür habe ich auch direkt ein erstes Setup gefunden. Wir sind ja vom Opening ausgehend ganz schön stark abverkauft worden. Jetzt ist so ein bisschen ein Rebound, aber ich merke jetzt hier mehr und mehr diese Abweisung. Seht ihr hier diese ganzen Dochte oben dran? Hat ja eben schon ein bisschen Abweisung gehabt, jetzt wieder hier Dochtbildung. Ich würde mal sagen, ich probiere mal diesen hohen Kurs jetzt hier zu shorten. Da hat man schön 12 Punkte, wo haben wir es jetzt hier, 12 Punkte Stop-Loss hier einsetzen, dass ich einfach bloß genug Luft habe vom aktuellen Kurs ausgehend. Und da kann der Kurs so ein bisschen noch, auch, ja, wir müssen noch ein bisschen rumlaufen, bevor sich dann hoffentlich auch für die Richtung nach Süden entscheidet. Das werde ich dann gleich sehen. Und Ziel, würde ich einfach gucken, wo sind sinnvolle Unterstützungen, wie beispielsweise das Level hier. Das fällt mir direkt ins Auge, zum Beispiel. Aber auch natürlich eine kleine Zwischenhürde wäre dann das Level hier oder aber auch natürlich ganz unten dann die aktuellen Tagestiefs. Auch das hier wäre eine Möglichkeit. Ich gucke einfach bloß dann immer situativ, wie sind wir an jeder Zone dran, wie ist da die Reaktion, nehme ich einen Teil raus, nehme ich vielleicht die ganze Position raus, je nachdem, was für ein bisschen Fahrplan ich im Blick habe. Stabile erste Reaktion, würde ich mal sagen. Direkt 15 Punkte, aber jetzt 20 Punkte vorn, 23 Punkte vorn, okay. Würde entsprechend auf jeden Fall ein Stop-Loss auf Break-Even mal setzen. Wir sehen auch, wir sind jetzt kurz unter diese Zone drunter gedippt. Sollen wir jetzt hier über diese Zone wieder drüber laufen, würde ich auf jeden Fall eine Hälfte mal rausnehmen, weil ich dann sehen würde, dass wir hier direkt wie eine Art wirklich an Unterstützung finden. Das würde ich jetzt hier unten mal vorbereiten. Potenziell bin ich, wie gesagt, bereit, ups, wie gesagt, hier eine Hälfte rauszunehmen. Scheint auch so der Fall zu werden. Wir haben jetzt hier nämlich eine ganz schöne Lunte und dran. Das heißt einfach, dass der Kurs runterverkauft wurde, aber direkt wieder ein bisschen Kaufkraft kam. Da muss ich natürlich entsprechend drauf achten. Ja, ich würde mal sagen, die Hälfte nehme ich mal raus. Sollte, denke ich, nicht schaden. Die andere Hälfte einfach bloß mal laufen lassen. Mal gucken, was noch weiter geht. Können wir vielleicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich hier noch an diese Zone ranlaufen. Tagestief, mal gucken, ob ich das so lange halte. Wahrscheinlich eher nicht. Dafür bin ich einfach zu ungeduldig, glaube ich, im Scalping. Aber mal gucken, was noch weiter passiert jetzt hier. Okay, und da ist die andere Hälfte jetzt doch leider Break-Even rausgeflogen. Erstmal halb so wild. Deswegen habe ich ja hier schon den Plan gehabt, dass ich eventuell je nach Reaktionen an den Zonen sowieso eine Hälfte rausnehmen werde oder sonstiges. Hat entsprechend jetzt hier also super geklappt, der Plan. Ich habe es mir jetzt lang genug angeguckt. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt weiter einen neuen Intraday-Abwärtstrend starten können, der von hier aus jetzt losgehen könnte. Wir sind jetzt unterhalb von der Zone, die ich vorhin schon mal im Blick gehabt hatte. Entsprechend, wie sieht es aus, indem man das Ding jetzt hier shortet? Ich tue den Stop-Loss knapp oberhalb der Zone setzen, habe jetzt hier bloß magere 7 Punkte Stop-Loss, ist halt echt verdammt wenig. Und jetzt sehe ich mal zu, dass wir mindestens zunächst einmal in diese Zone hier unten reinkommen und ansonsten mal schauen, ob ich das Ding vielleicht sogar noch länger laufen lassen könnte. Okay, Satz mit Extras war wohl nichts, dafür erstmal nur sehr enger Stop-Loss. Ich würde trotzdem weiter erstmal auf Shortsuche bleiben. Der Kurs macht mir einfach weiter den Eindruck, als wollte er eher weiter nach unten korrigieren als nach oben laufen. Ich spreche mal schauen, was ich finden kann. Okay, anderer Handelstag, selber Handelsstil. Ich bin direkt jetzt hier in den Short mal reingegangen, weil ich sehe einfach, dass wir vom Opening ausgehend so in einem schönen kleinen Abwärtstrend drin sind. Und das heißt quasi erstmal Trendfolge probieren. Tue jetzt den Stop-Loss über die aktuellen Verlaufshochs zu setzen. Also das hier 16,5 Punkte. Ich tue mal auf genau 15 Punkte jetzt hier mal machen. 15 Punkte ist immer so das Maximum, was ich an Stop-Loss haben möchte. Und nach unten ist erstmal der Weg richtig weit offen. Ich habe ein paar Ziele im Blick, aber dazu dann echt später mehr. Ah, sieht nicht gut aus. Scheint, als würde ich gleich hier rausfliegen. Ich sage mal, aktuell ist noch der EMA20 hier als Trendfolger. Der könnte potenziell noch halten, aber ja, die Chancen sehen schlecht aus. Auch wenn ich mir den S&P mal angucke, dass ihr sieht, weiß nicht, da läuft er eher bloß jetzt unten seitlich, muss ich sagen. Na gut, okay, ich bin mal gespannt. Vielleicht komme ich mit blauem Auge davon. Da würde ich vielleicht jetzt hier sogar gleich dann nochmal Break-Even lieber rausgehen, als dass ich jetzt das Risiko weitertragen soll. Dann könnte ich vielleicht nochmal den neuen Short-Einstieg hier oben probieren. Wäre auch zumindest eine Idee. Jetzt bei 5 Punkten minus plus 3 Punkte nur minus. Ja, ich mache mal das. Ich tue noch mal ganz kurz hier lieber mal Break-Even noch mal rausgehen. Ah, jetzt hier 3, 4 Punkte oder sowas. Gewinn auch noch mal kurz mitgenommen. Und tue lieber noch einen neuen Einstieg suchen. Wir laufen zwar relativ stetig nach oben, aber ich denke, dass das Opening-Niveau jetzt hier als Widerstand halten kann. Entsprechend würde ich mal sagen, neuer Short-Versuch. Stop-Loss jetzt knapp über das Opening-Niveau drüber bei knapp 13 Punkten. Take-Profit kann man, denke ich, hier in den Bereich setzen, wo wir die markant Verlaufshochs
Hochs und markanten Verlaufstiefs haben. Da bin ich erstmal mit einem ganz guten CRV von 2 jetzt hier quasi ausgestattet, weil quasi ich 13 Punkte Stop-Loss habe und sagen wir 26 Punkte Take-Profit, das heißt CRV von 2. Gut, das läuft ja wie am Schnürchen, gerade eben schon 13 Punkte vorhin gewesen, sprich Risiko verdient. Entsprechend, wenn das Risiko verdient ist, tue ich den Stop-Loss auf Break-Even ziehen. Das hat auch noch einen zweiten Vorteil übrigens, würde ich das CRV in Echtzeit mir ausrechnen wollen, da würde ich ja quasi von dem Punkt ausgehend bloß noch, sag ich mal, 13 Punkte mehr nach unten gewinnen können, aber halt nach oben hin zum Stop-Loss wieder 26 Punkte abgeben. Sprich quasi jetzt ein CRV von 0,5. Und das will ich jetzt nicht wirklich haben, deswegen, indem ich den Stop-Loss auf Break-Even nachziehe, habe ich jetzt bloß noch 13 Punkte nach unten weiterhin zum Take-Profit, aber halt bloß noch 13 Punkte, die ich auch nach oben abgeben kann. Und es scheint allerdings aber auch gerade so zu sein, dass, guck mal, hält sich doch hier unten. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt als erste Weitergewinne laufen lassen und mal schauen, dass ich in den Take-Profit gleich reinrutsche. Ach, Mist, wieder so eine Break-Even-Gurke. Also ärgerlich. Na gut, was ich jetzt als Folgeidee hätte, ist, dass wir jetzt einfach bloß diesen Intraday-Abwärtstrend weiter fortsetzen und sobald wir über das Opening-Niveau laufen, ich stark auf Long-Suche gehe. Mal gucken, ob ich da noch was finden kann. Wobei, ich erwarte eigentlich, dass wir drüber laufen. Ich gehe jetzt schon long rein mit der, wie gesagt, der Idee, dass wir sowieso gleich drüber laufen werden. Deswegen muss ich nicht abwarten, bis wir hier drüber rennen, sondern ich kann auch direkt schon hier unten drunter longen. Und wenn wir dann drüber ausbrechen, da habe ich schon ein gewisses Gewinnpuffer einfach bloß aufgebaut. Kann jetzt hier meinen Stop-Loss knapp 10 Punkte tiefer setzen. Oder ich mache mal sogar hier mal 12 Punkte sogar mal rein. Das passt noch ein Ticken besser mir hier in diesem Bereich. Und dann mal gucken, dass wir jetzt hier nach oben wegbrechen. Und mindestens Ziel ist, dass wir zumindest hier diese Verlaufsdose überschreiten, wo gerade das aktuelle Tageshoch ist. Trade läuft auch wieder bombastisch an. 8-9 Punkte gleich vorne. Jetzt sind wir genau im Opening-Niveau dran. Das heißt, mal gucken, ob wir das auch sofort überschreiten. Das wäre jetzt halt wichtig. Und ansonsten, ja, mal gucken, wie wir jetzt weiter umgehen. Wenn wir jetzt hier weiter Abweisungen finden, wie jetzt schon die letzten Kerzen hier und sowas, müsste ich vielleicht doch auch wieder hier Break-Even rausgehen. Aber ich denke, gerade eben sieht es erstmal sehr konstruktiv aus. Ich versuche den Markt einfach bloß weiter die Luft zu lassen, zum Atmen, zum Bewegen, bis er dann hoffentlich dann auch gleich durchbrechen wird. Naja, ich sag mal jetzt, die letzte Kerze war schon Abweisung, die aktuelle Kerze jetzt hier schreit jetzt auch nicht gerade von wegen nach Breakout. Ich würde mal wieder das Ding erstmal rausnehmen, wieder den Markt kurz laufen lassen, mich nur orientieren. Wenn es jetzt doch ausbricht, gut, kann ich halt einfach bloß einen weiteren Trendfolge-Trade probieren. Wenn es nicht ausbricht, habe ich sowieso alles richtig gemacht, weil ich quasi nicht in den Verlust wieder laufe. Und von daher lieber erstmal rausgehen, weil, wie gesagt, hier diese Dochte hier oben dran, das hier deutet alles auf Abweisung an. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen einen Ticken skeptischer wieder geworden, als ich das noch vor 5, 6, 7 Minuten gewesen bin.